Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Luftzeichen, meine lieben Zwillinge, Waage, Wassermänner, hier zu deiner zweiten Monatshälfte November vom 15. bis zum 30. November. Mein Name ist Siru Sabine Haller und ich freue mich jetzt tierisch, auch hier mit dir in die Energien dieser zweiten Monatshälfte zu schauen. Und es ist total spannend, welche Energien sich da gerade öffnen. Alle Infos zu meinen Kartenreadings, zu mir, zu einem persönlichen Reading oder zu den Karten, die ich verwende, findest du unten in der Infobox. Ja, ein ganz neuer Zyklus hat begonnen. Der Neumond war ein Riesenportal, was jetzt ganz neue Energien freigeschaltet hat. Und ja, bist du bereit, liebes Luftzeichen? Lass uns schauen. Du siehst, ich habe hier schon zwei Energiekarten aufgedeckt liegen für dich. Die sind im hohen Bogen rausgesprungen und ich bin total fasziniert von dieser Energie. Erdenengel auch für dich und Erdenengel spinnen Netzwerke. Ich sag nur Wassermann-Energie vom Feinsten. Kreise erschaffen, Kreise öffnen, Kreise schließen, Kreisläufe achten. Kraftkreise. Erst durch ein liebevolles Netzwerk bin ich verbunden. Erschaffe deine Gemeinschaft. Hoppala, krabbelt's mir direkt in der Nase. Ja, ganz, ganz neue Gemeinschaften, ganz, ganz neue Netzwerke öffnen sich hier für dich, für uns, für euch Luftzeichen und wie gesagt Wassermann-Energie, Luftzeichen und genau darauf steuern wir zu, auf ganz, ganz neue Netzwerke. Und wenn sich diese Netzwerke jetzt eben erstmal in energetischer Form zeigen oder über die Internet-Welt, dann ist das auch schon ein weiter verzweigtes Netzwerk, was jetzt hier größere Kreise zieht und was dich und uns alle in einen Neubeginn hineinführt. Hammer, oder? Diese Frau sitzt hier mit ihrem Sonnenschirmchen auf dem Fliegenpilz und schaut da quasi in ein Licht hinein. Weil eben dieser Weg noch nicht sichtbar ist. Der Neubeginn ist wirklich kraftvoll zu fühlen im Feld. Wie der Weg sich dann gestaltet, das liegt hier womöglich noch im Nebel, hängt mit Sicherheit auch von diesen neuen Gemeinschaften mit neuen Netzwerken, neuen Verbindungen zusammen, also neue Wege werden gesponnen. Das hat für mich auch immer so dieses Gefühl, so wie sich für mich auch das Muster des Lebens darstellt, wie ein großes Spinnennetz, was aber nicht nur in dieser einen Plattendimension da ist, sondern wenn du das dann mal kippst, dann siehst du Spinnennetze in jeder Ebene, die dann eben auch nochmal in sich verwoben sind. Und ich glaube, in dieser Form stellen sich jetzt wirklich ganz, ganz kraftvolle neue Netzwerke zusammen. Also wirklich, ich möchte auch nicht nur sagen dreidimensional, sondern wirklich mehrdimensional, multidimensional. Ein sehr kraftvoller Neubeginn. Und ich möchte jetzt mal schauen, was die Tarotkarten da sagen, wo du da hinschauen darfst, in welche Richtung das geht und wo da gegebenenfalls auch noch Hindernisse sein könnten, weil die tauchen ja dann auch immer mal wieder gerne auf. Die vier Stäbe, es geht um ein Ankommen bei dir, um ein bei dir zu Hause in dir ankommen und da erstmal
einen alten Kreislauf zu schließen, um dann aus dir heraus ganz neue Wege gehen zu können. Der Ritter der Kelche taucht hier auf und der geht wirklich und trägt seinen Kelch in die Welt. Also seine Gefühle, seine Gedanken, sein Inneres. Er trägt diesen Kelch vor sich her und ich habe auch so das Gefühl, er lässt da die Menschen einen Schluck trinken, die da durstig sind. Kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Das funktioniert aber in der neuen Version, sage ich jetzt mal, nur wenn du wirklich bei dir angekommen bist. Also das funktioniert nicht aus dem Ego heraus. Weil da gibt es nämlich auch Menschen, die sagen, das mag ja ganz nett sein, was du mir hier reichst. Ich mag aber nicht. Und das dann zu akzeptieren, das ist eine Herausforderung, weil eben jeder hier sein eigener Herr und Meister und Schöpfer ist, seine eigene Gemeinschaft da gegebenenfalls schöpfen möchte und auch jeder in gewisser Form seinen eigenen Neubeginn initiieren möchte und darf. Muss teilweise sogar, weil wenn du jetzt hier mit dem Kelch da kommst und sag hier, nimm mal, das tut dir gut, das brauchst du jetzt, kann das sein, dass du da dem anderen ein Stück weit vor den Kopf stößt, der sich hier verteidigen muss. Und wie gesagt, auf der anderen Seite andersherum, schau bitte bei dir, ob du da nicht ähnlich reagieren würdest. Und schau da bitte auch, was da gerade dir gereicht wird, wo du nicht annehmen möchtest. Wo du hier dir einen Platz erarbeitet hast mit den 7 Stäben und das Gefühl hast, du müsstest den jetzt hier verteidigen. Es geht darum, wenn du neue Gemeinschaften gründen, spinnen, weben möchtest, dich eben auch selbst dort hineinzugeben und dich eben in deiner Verletzlichkeit zu zeigen. Und ich glaube, da dürfen wir alle ein großes Stück noch dazu lernen, weil eben wirklich diese ganzen alten Masken jetzt wegfallen. Der Narr. Der ist auch jetzt schon fast in jeder Legung gefallen. Der Narr geht spielerisch, mit Leichtigkeit an diese ganze Neubeginnsgeschichte. Der lässt Altes zurück, der reist mit leichtem Gepäck. Der hat hier nur seinen Stab und sein Bündel, quasi wie die Dame hier auf dem Bild, nur ihr Sonnenschirmchen. Und er geht. Er kann auch den Weg nicht erkennen, wohin er geht, aber er geht. Und er geht mit Wassermann-Geschwindigkeit, würde ich jetzt fast sagen, weil die 8 Stäbe sprechen hier wirklich von klarer Kommunikation, aber auch von Geschwindigkeit, von Wachstum. Ich habe fast so das Gefühl, so dieses Aufbau- und Neukreier-Energie ist hier wirklich ganz, ganz stark drin. Diese Neubeginn-Energie, dieses, ja, mit leuchtenden Augen da in die Welt zu gehen. Ganz, ganz stark. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr klar und in gewisser Weise strukturiert, weil eben auch so neue Netzwerke auch ja nicht wild durcheinander gewoben werden können, diese Muster, sondern auch in gewisser Form Struktur brauchen. Und es geht darum, dich auf deinen Platz zu setzen. In diesen Netzwerken da wirklich deinen Platz einzunehmen, gegebenenfalls auch ganz vorne dran zu stehen, zu sitzen und da
deine Erfahrungen mit dem Leben, mit dem bei dir ankommen, mit dem Mut und der Leichtigkeit des Neubeginns mit hineinzugeben. Ich möchte jetzt gerne hier gerade mal noch wissen, was die vier Kelche hier zu sagen haben, was du da gegebenenfalls ablehnst, wo du da gegebenenfalls nicht annehmen kannst, nicht hinschauen magst. Vielleicht fällt es dir auch gerade noch ein bisschen schwer, dieses Alte zu verlassen, wo du da vielleicht auch wirklich unruhige Zeiten erlebt hast und jetzt noch nicht so ganz glauben kannst, dass du da in ruhige Gewässer gehen, fahren darfst, übersetzen darfst. Und vielleicht ist da noch so ein bisschen diese Ängstlichkeit, dieses ich weiß ja nicht, und das wurde ja schon so oft erwähnt und gesagt, dass da jetzt etwas Neues kommt. Vielleicht bist du da einfach auch nur ein bisschen verhalten, ein bisschen vorsichtig und möchtest einfach erstmal hier diesen Raum, den du dir selbst erschaffen hast, behalten, um zu schauen, wohin der Weg des Narren hier oder der Weg des Neubeginns dich führt. Also ich sehe das jetzt nicht so als großes Hindernis in dir. Ich spüre da eher, dass das so ein bisschen verhalten ist, weil da einfach alte Enttäuschungen nochmal hochkommen, wo du dem Braten noch nicht so ganz traust. Und doch bist du eingeladen, hier wirklich auch das zu kommunizieren, weil die 8 Stäbe stehen eben einfach für Kommunikation und der König der Stäbe eben auch. Eine Karte hätte ich hier gerne noch zum Abschluss. Die wollten und wollen dann doch nicht. Weil ich würde gerne wissen, wohin dieses Boot hier übersetzt mit den 6 Schwertern, was sich da in dir zeigt. Ja, die 9 Kelche. Wundervoll. Du gehst quasi hier aus diesem alten Zyklus raus, du bist noch so ein bisschen verhalten, das war unruhig und sortierst dich vielleicht gerade noch so und kommst dann wirklich hier in deiner eigenen Erfülltheit an und merkst, wie viel es da gibt, was du in die Welt tragen kannst. Wie viel es da gibt, was du da mit anderen teilen kannst, in neuen Netzwerken, in neuen Gemeinschaften. Und dass es sich eben auch lohnt, nicht nur so im Kopf zu sein und im Tun, sondern auch mal wirklich hier tief ins Fühlen zu gehen und mit dieser kombinierten Wahrnehmung, also Gedanken, Gefühle, Tun, das so alles so in einem Topf und dann daraus zu schöpfen. Das ist eine ganz, ganz wundervolle Energie und ich glaube, der Narr hier und auch dieser Neubeginn, da ist alles enthalten. Und es liegt jetzt an jedem Einzelnen, da jetzt das zu schöpfen und das in die Welt zu geben, was uns wirklich am Herzen liegt. Ich möchte jetzt in der Fortsetzung einfach noch mal ein bisschen tiefer schauen, wie das mit den Netzwerken ist und ob sich da eine Richtung dieses Neubeginns noch ein bisschen deutlicher zeigt. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und ich freue mich riesig, dir da gleich wieder zu begegnen. Wassermann-Zeitalter, es beginnt.